Hallo, grüß euch zum heutigen Video. Wir machen heute ein Schweinsfilet Wellington und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Ja, wie gesagt, der Sascha hat schon angesprochen, wir machen Schweinsfilet à la Wellington-Art. Das heißt, wir nehmen ein Schweinsfilet, einen Schweinslungenbraten, einen schönen, da mal schön ins Mittelstickel, das haben wir schon zubereitet. Normalerweise beim Wellington ist ein Rindslungenbraten, geht aber mit einem Schweinslungenbraten genauso. Dazu brauchen wir einen Blätterteig, ein Düxel. Was ist ein Düxel? Das ist Zwiebel, wird glasiert, dann kommen Champignons dazu, das wird alles durchgebraten, gescheit, dass sich das ganze Wasser rausdünstet, das wird dann so homogene Masse und da kommt dann nur ein frischer Petersilie rein, ja, ein gehackter. Das lassen wir dann auskühlen und dann so ein bisschen Salz, Pfeffer nachschmecken und das ist dann die Fülle um die Hülle. Das heißt, das Schweinsfilet wird dann angebraten, dann kommt das Düxel da drüber rundum und das wird in einen Blätterteig gefüllt, dann zugemacht und im Ofen bei 220 Grad circa 15 Minuten gebraten, da müssen wir halt schauen, dass man relativ rasch eine Hitze hat, also unbedingt das Rohr vorheizen und sobald das wirklich Farbe genommen hat, außer damit, dass uns das Schweinsfilet nicht zu viel durchzieht. Beim Rindslungenbraten tut man sich da ein bisschen leichter, weil das Volumen natürlich größer ist und das länger drin bleiben kann. Beim Schweinsfilet ist das schon ein bisschen ein Kunststiegel. Aber egal, nichtsdestotrotz, das werden wir auf jeden Fall gleich angehen dann. Und nachher machen wir noch zusätzlich einen Lachs in Blattspinat, auch wieder in einen Blätterteig gehüllt. Das ist einmal was Fischiges, wenn wer halt Lust auf einen Fisch hat, einmal zu Weihnachten. Sehr gutes Essen. Wird im Prinzip genauso gemacht. Der Lachs mit der Zwiebel mit Blattspinat wird angeröstet, ein bisschen Knoblauch dazu, Salz, Pfeffer. Und den Lachs brauchen wir in dem Fall dann nicht anbraten, weil wenn wir den in den Blätterteig einschlagen, ist das eine Art Dünsten, was wir da drinnen tun und der wird schonend gegart. Und auch wenn das wieder fertig und braun ist, raus damit und servieren. Wirklich ein ganz feines Papau, was man jederzeit zu den Festtagen machen kann. Ja, das war es soweit zu unserem Hauptbestandteil zum Fleisch. Als Beilage machen wir Gemüse, da haben wir Brokkoli, Kaffee, und Karotten, die kochen wir uns, schwenken wir dann in Butter ein wenig durch. Und man könnte noch dazu machen eine Hollandaise oder eine braune Soße. Wir servieren das heute trocken. Passt auch gut, glaube ich. Ein Blattsalat dazu könnte man genauso dazu geben. Ja, dazu machen einen schönen bunten Salat. Also da sind die Grenzen offen. Wie gesagt, Hollandaise. Okay. Ich glaube, passt ganz gut zum Fisch. Ne? Hollandaise passt super zum Fisch, braune Soße zum Schwein. Aber natürlich, wenn wir das trocken, auch eine sehr gute Sache. Beziehungsweise man könnte das Ganze auch abkühlen lassen und dann kalt servieren, wenn man es trocken lässt. Von daher kann man da einiges variieren. Hier unter die Xellal kann man das davor bloß ausschwitzen. Die Zwiebel. Bis er schön glasig wird. Dann haben wir unsere Schwammerl dazu. Da ist wichtig beim Düxel, dass das wirklich das Wasser von den Champignons gescheit verdampft, dass das wirklich eine cremige Geschichte wird. Man muss dann eh auskühlen lassen. Und wenn das dann fertig soweit ist, ganz am Schluss, kann man dann den gehackten Petersilie dazu, dann ein bisschen salzen noch und pfeffern. Dann lassen wir das auskühlen, weil man sich dann natürlich beim Füllen leichter dann, beziehungsweise dass uns der Blätterteig nicht schon, bevor man ins Rohr schirmt, geht. Ja. Was auch ein wichtiger Faktor ist, wenn es warm ist, dann zieht das Fleisch noch schneller durch. Ja, genau. Und dann hast du eine relativ trockene Angelegenheit dann nachher. In der Phase kann man sich dann schon das Rohr vorheizen auf 220 Grad Heißluft, dass man dann wirklich ein schönes heißes Rohr hat. Und das kleine Schirm kalt. Das Ganze ist jetzt schon eine durchbratene Masse. Wir haben da gleich jetzt den Petersilie dazu da. Seht ihr?
Dann kann ich das Ganze nur ein bisschen mit der Wärme durchziehen. Mischen wir das durch. O-Draht habe ich schon. Verrieren wir das schön, dann stellen wir es auf die Seiten und lassen das Ganze ankühlen. Fleischspinat. Auch wieder, lassen wir ein bisschen Butter zu gehen. Zwiebel dazu. Das mal wieder leicht aufessen. Schaut, dass das nicht zu heiß wird, weil sonst habt ihr braune Butter. Gell? Gasig, dann pressen wir uns noch ein wenig Knoblauch dazu. Ja, und dann können wir schon den Blattspinat dazugeben. Den Blattspinat, wenn er tiefgefroren ist, wenn es einen frischen habt, ist es nicht so arg, aber wenn er tiefgefroren ist, darf es ihn unbedingt gut ausdrücken, weil sonst habt ihr so viel Wasseranteil dabei, dass das eine Sauce wird. Stimmt, der ist davor. Ja, das können wir dann schon. Was wichtig ist, gut würzen. Spinat, der muss schön gewürzt werden. Unser Himalaya-Salz. Pfeffer darf natürlich auch nicht fehlen. Den braucht man, den braucht es nicht recht lang. Das ist nur, dass er halt die Butter annimmt und. Ein paar Mirin da drinnen, das Ganze, genau. Dass er ein wenig warm wird. Dann ja, der Spinat ist ja eh schon vorblanchiert. Also. Spinat haben wir gewürzt, angeschmeckt, gescheit durchgerührt. Selbe Spiel wie mit dem Düxel auf die Seiten stellen, ankühlen lassen. Ich werde das jetzt da salzen, pfeffern, ein bisschen Senf, dann braucht man sich das an. Also da braucht man jetzt da mit dem Salz nicht so sparen, weil wir ja nur die Außenschicht da haben. Meine, wir werden das Gesell natürlich auch dementsprechend würzen, dass wir da wirklich einen gescheiten Geschmack zusammenbringen. Da ein bisschen Senf, das werden wir sich da gescheit einmassieren. Jetzt haben wir unser Fleisch schon gewürzt, jetzt schauen wir mal. Das schaut gut aus. Das werden wir sie jetzt schnell anbraten. Wichtig ist, Fleisch nicht anstechen, weil sonst rinnt uns der ganze gute Saft aus. Und wenn du ein Pech hast, dann beim Aufschneiden schneidest du genau dort rein, wo du angestochen hast, und dann hast du einen braunen Punkt drin. Ja, warum braten wir das Fleisch so an, rundum dann? Das ist, dass sie die Poren schließen. Vorhin schließen sie, das Fleisch zieht sich zusammen und dadurch rinnt man den Saft nicht so viel aus. Ja. Wenn ich das nicht mache, kann das sein, dass ich den ganzen Saft dann im Blätterteig drin picken habe und das Ganze natürlich ein bisschen kasig ausschaut. Beim Fisch hingegen ist es wurscht, weil der so oder so meistens auch buschiert wird oder was, und in dem, dass man dort einwickeln, ist das auch ein Dämpfen, das geht genauso. Ja, wir haben jetzt da das Fleisch rausgenommen. Und lassen es jetzt ein bisschen überkühlen, weil wenn wir das jetzt aus der Hasse in den Blätterteig öffnen, haben wir wieder das Problem, dass uns der gleich zerrinnt. Das Rohr haben wir schon auf 220 Grad vorgeheizt und wir werden jetzt da mit dem Fisch vorher anfangen, dabei kann das Fleisch auskühlen. Den Blätterteig sollte jetzt ungefähr 10 Minuten vorher vom Kühlschrank rauslegen, damit er ein bisschen weicher wird, weil natürlich dieser Butteranteil, der was da dazwischen drinnen ist, leicht bricht, wenn er zu kalt ist. Werden wir sie den einmal in der Mitte teilen. Das, was da drunter ist, das Papier, was da dabei ist, das ist ein Backpapier. Da braucht es nicht extra einen Frischnehmer. Das kann man durchaus gleich hernehmen, aufs Backblech drauf, und man da spart sich das Backpapier. Jetzt haben wir da unseren Blattspinat. Der, was, ja, der ist schon schön ausgekühlt. Schau. Den tun wir sie da drauf. Verteilen ihn schön. Dann werden wir sie den Fisch ein bisschen würzen, ein bisschen Zitrone, Salz, ein bisschen Pfeffer. Wer Lust und Laune hat, kann auch ein bisschen Wustersauce drauf geben. Dann legen wir sie jetzt da rein. Schau. Schaut schon ganz gut aus. Dann haben wir noch den Blattspinat. Das kann man mal erwischen. Gell? Dann haben wir da unser Eier, mit dem werden wir in den Rand einstreichen. Das hat den Vorteil, dass wir das dann schön zusammenpicken können. Dann nehmen wir den zweiten Teil und drücken wir sie da zusammen. Schauen, dass er auf der Seite gescheit zudruckt ist. Ein bisschen so immer eindrehen. Ja, und da, wenn euch da so Eckerl überbleiben, die könnt ihr da drauflegen. Das macht dann noch ein ganz nettes Bild. Dann streichen wir das alles noch ein. Das Stück Selle haben wir sie da rein. Auch wieder schön verteilen. Dann kommt unser Filet schon rein.
das restliche Düxel. So, jetzt haben wir das schön gewickelt mit unserem Düxel. Rand wieder mit Ei einstreichen, dass das gescheit biegt. Und man kann das dann da noch ein bisschen spülen, kann das noch ein bisschen verzieren. Dann werden wir das alles noch mal einstreichen. Wie gesagt, wichtig, gell? Die Zeit nicht übersehen. Nicht zu lang drin lassen. Also man, klar, der Tag muss durch sein, aber... Ja, wir kochen nebenbei gleich unser Gemüse. Jetzt haben wir unseren Brokkoli und den Kartoffel rein. Dann noch kurz die Karotten dazu. Wir haben unser Gemüse gekocht, jetzt schwenken wir das Ganze in Butter an. Ich will jetzt einmal auf unser Schweinsfilet à la Wellington-Art schauen, wie das hier geht, den Kollegen. Das beißt, das beißt. Wir werden uns jetzt ein schönes Schnitterl anschneiden. Wieder wichtig, ein scharf schneidendes Messer. Ich stelle das da so her. Schon. So, da tun wir jetzt auch ein bisschen Gemüse dazu. Gemüse bei solchen Sachen ist immer ein Highlight. Leichtes Essen mit Gemüse, das kann was. Es passt natürlich auch gut dazu, ein Blattsalat. Oder wenn man will, eine Sauce Hollandaise, wenn man es ein bisschen softiger will. Aber glaubt mir, der Blattspinat, der gibt schon was her. Also der ist so softig und gut. Also ihr seht, das ist schon sicher was, wo man sich nicht schauen braucht, wenn man das zu Weihnachten anrichtet. Dann schauen wir, was zu vorne ist. Unser Achter ist gleich geblieben. Überraschung. Schau dir das an. Da kann man es sie sagen. He? So, wunderschön. He? Nein, man bringt aus den locker 2 bis 3 Portionen raus. Ich schneide jetzt einmal ein schönes Stückchen runter. Genau. Karottel dazu. Und ein bisschen Kaffee. Was Grünes. Das da gut schaut. Das ist Filet Wellington. Wie gesagt, könnt ihr nur ein Hollandaise auch dazu machen. Oder eben eine braune Soße. Passen sehr gut dazu. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt es uns in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen. Und dass nichts mehr verpasst, abonniert den Kanal. Mahlzeit, pfiat euch, euer Jahus.